Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht nur noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nun ihren Gentleman. Na und denn? Denn gehen die beiden brav ins Bett. Ja nu, dit is jo auch ganz nett. Nur möcht man manchmal schon gern wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht küssen? Die können doch nicht für immer pennen. Na und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind. Denn kriegt das junge Paar ein Kind, denn kocht sie Milch, die Milch luft über, denn macht er Krach, denn wehnt sie drüber, denn wollen sich die beiden jänzlich trennen. Na und denn? Denn ist das Kind nicht auf dem Damm, denn bleiben die beiden doch zusammen, denn quälen sie sich noch manche Jahre. Er will noch wat mit blonde Haar. Vorn doof und hinten Minoren. Ja, und denn? Denn sind sie alt. Der Sohn haut ab. Der Olle macht nu auch bald schlapp. Vergessen Kuss- und Schnurrbartzeit. Menschenskind, wat liegt det weit? Wie der noch scharf auf Muttern war, det ist schon beinahe nicht mehr wahr. Der olle Mann denkt so zurück. Was hat er nu von seinem Glück? Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet.